heißt Alex Haug. Heute geht es darum, wie die Synchronisation in Premiere Pro am schnellsten gewährleistet werden kann. Vor allem, wenn man viele Dateien hat. Ich habe hier zwei verschiedene Kameras und über den ganzen Abend gefilmt mit Musik. Und ich zeige mal kurz, wie man das Ganze synchronisiert, ohne auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob wirklich alles synchron ist. Also ich nehme einfach von dem ganzen Abend alle Dateien, wähle sie im Projektfenster an, gehe auf den Rechtsklick, dann gehe ich auf die Multicam und hier muss ich schauen, dass Audio ausgewählt ist, also dass es nach Audio synchronisiert. Gehe auf OK. Bei so vielen Dateien dauert es dann ein bisschen. So, dann kommt hier so eine Anzeige, dass vielleicht ein Fehler auftritt. Da darf man sich nicht erschrecken, weil es eben sein kann, dass nicht alle synchronisiert oder synchronisierbar sind. Das klicke ich einfach mal weg. Und jetzt sieht man, hier hat man viele verschiedene Multicam-Sequenzen. Da kann man theoretisch draufdrücken. Da hat man hier dieses Multicam-Fenster. Mit dem wollen wir aber nicht arbeiten, sondern wenn man jetzt hier nochmal Rechtsklick drauf macht und dann hier im Schnittfenster Öffnen anklickt, dann bekommt man die Dateien, die eben synchron sind. Ja? Wenn ich mehrere Kameras habe, also zum Beispiel 3 oder 4, dann ist das Ganze auch mit 3 oder 4 Kameras zu bewerkstelligen.